mir steht jetzt Arosha, die Designerin von dem Label Tushimo, das ja die aufmerksamen Zuschauer von euch sicherlich schon kennen. Arosha, wie war denn heute euer Auftritt in der Ethical Fashion Show? Ja, heute der Auftritt war ganz gut und ganz gut gelaufen und dann Backstage ist alles gut geklappt und ja, ich bin zufrieden. Meine Frage ist so ein bisschen, Öko-Fashion ist ja immer noch so ein bisschen, ja, Öko, warum, wieso, weshalb, warum. Warum hast du dich denn entschieden? Du bist ja ein ganz junges Label und hast dich ja prinzipiell vorweg mal entschieden, welche Schiene du einschlägst. Ja, ich habe die Öko-Mode entschieden, weil ich denke, es ist ethisch und ökologisch korrekte Mode ist und ich werde gerne eine Frau umweltbewusst schön angezogen zu sehen. Deine Mode ist ja dieses Mal ganz anders, als wir sie kennen. Von was hast du dich bei dieser Kollektion inspirieren lassen? Ja, es ist so eine Märchenwald. Einfach zu sagen, ein Märchenwald, etwas rot und elegante Frauen und die laufen einfach in Natur und Wald und irgendwie, ich bin immer inspiriert mit der Natur und Rote und die Märchengeschichte. Ich habe mir ja flüstern lassen, dass sich bei dir bald in München etwas tut. Wollen wir schon drüber reden? Ja, das hast du was geahnt. Ich ja. Ja, wir werden bald unseren neuen Shop in München eröffnen, ja. Wir werden unseren Laden in München und dann, wir haben schon lange gesucht, aber endlich mal, wir haben schon Schönes gefunden. Und natürlich sind wir wieder für euch mit dabei bei der Shop-Eröffnung von Tushimo und wir wünschen dir schon mal viel, viel Erfolg auf diesem Weg und natürlich noch ganz, ganz viel Erfolg auf der Messe heute. Ja, vielen Dank, Markus Mensch, und dann, dass du auch heute dabei warst mit mir. Dankeschön. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Ja, wir haben uns eben gedacht, wir wollen das auch nicht, dass sich nicht immer nur die Frauen mit toller Unterwäsche präsentieren, sondern auch vor allem auch mal die Männer was machen mit sehr, sehr schöner Unterwäsche. Und so kam die Idee.